So, Freunde, ja, ich habe gerade über WhatsApp von meinem Bruder ein paar Infos bekommen. Ich selber habe das jetzt nicht verfolgt oder mitbekommen. Und zwar ging es über Facebook oder Instagram, über Flair, dass er da irgendwas gepostet hat über Julian Zietlow. Falls ihr es nicht wisst, er hat vor ein paar Jahren eine Firma gegründet, um Supplemente herzustellen. Davor war er so Fitness-Influencer selber. Und ich will, also ich habe mir auch zwei, drei Videos so jetzt reingezogen. Also wie man sieht hier Bild.de, T-Online, hier diverse Nachrichtensender und Boulevardzeitschriften haben schon darüber berichtet, wie man sieht auch vor kurzem. Also kurz und knapp zusammengefasst, es sind alles Gerüchte bis jetzt. Nichts davon ist jetzt irgendwie bewiesen oder Fakt. Das muss man vorher sagen, ne? Unschuldsvermutungen und so weiter bei Julian Zietlow, aber auch bei anderen Influencern. Ich will nur mal kurz meinen Senf dazugeben. Also, es soll angeblich so sein, dass er wohl sich mit seiner Frau verstritten hat oder irgendwie erst nach Thailand geflogen ist, beeinflusst durch den einen oder anderen da nach Thailand, um so eine Art Selbstfindungsphase und Bewusstseinserweiterung. Das hatten wir ja in den letzten Jahren bei dem einen oder anderen Fitness-Influencer. Ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber diejenigen, die meinen Kanal seit 10, 11 Jahren verfolgen, wissen ja, dass ich mit dem einen oder anderen Fitness-YouTuber im ja, Beef-Modus war. Und komischerweise mit fast allen, mit denen ich im Beef-Modus war, das heißt, mit denen ich nicht so gut mich verstanden habe, den ich auch, also wie gesagt, das bezieht sich jetzt nicht auf Zietlow persönlich, sondern auch um die Fitness-Influencer von vor 10, 11 Jahren, ja. Also komischerweise, fast 80, 90% von den Leuten, mit denen ich im Beef war, denen ich vorgeworfen habe oder beziehungsweise denen ich bei denen ich vermutet habe, dass sie auf Natural machen, es aber nicht sind, sind auch teilweise in diese Richtung verfallen. Ja, wie gesagt, wir reden jetzt nicht über Zietlow, sondern ein paar andere Kandidaten, mit denen ich vor 8 bis 10 Jahren Beef hatte. Ja, der eine oder andere ist aufgeflogen, weil dann doch rauskam, dass sein Blutbild, weil er das aus Versehen auf YouTube hochgeladen hat, dass das nicht so ganz koscher war, dass man anhand des Blutbildes rausgefunden hat, dass er nicht natural ist. Und der eine oder andere von diesen Leuten, von dem Freundeskreis, das waren ja auch Fitness-Influencer, mit denen ich Beef hatte, die auch untereinander befreundet waren, ja. Das heißt, die sind auch zusammen irgendwo, was weiß ich, nach Asien oder nach Amerika. Bei dem einen haben sie dann irgendwann die eigenen Freunde gesagt, ja, der würde dieses weiße Zeug ziehen. Ich will das Wort jetzt nicht aussprechen, aber das weiße Zeug, was man sich durch die Nase zieht. Bei dem anderen, der die ganze Zeit so getan hat, als wäre er vegan, also er würde kein Fleisch essen, kam irgendwie durch Freunde oder Bekannte von ihm dann hinterher raus, ja, er hat doch zwischendurch Fleisch gegessen. Und der eine oder andere ist auch irgendwo in Asien oder was weiß ich, in irgendwelchen tropischen Ländern verschwunden, der dann, was weiß ich, auf einmal eine Freundin hatte und dann die ganze Zeit nur noch über, ja, Selbstfindungsphase und ich habe die eine oder andere bewusstseinserweiternde Sache genommen und mir geht's jetzt besser und ich bin jetzt so nach Motto, ich bin jetzt was Besseres, weil ich habe den heiligen Gral des was weiß ich was gefunden. Also, warum ich das alles erwähne, um jetzt das Video auch nicht zu lange zu machen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Fitness-Influencer, die sich auch nicht natural sozusagen muskelmäßig sozusagen aufgepumpt haben, beziehungsweise so einfach trainiert haben und dann aber offensichtlich, weil man anhand der Kraftwerte oder anhand des Körperbaus, natürlich für Leute, die Ahnung haben, ne, so Leute, die seit 1, 2 Jahren trainieren können das nicht unterscheiden. Ne, man hat anhand der Kraftwerte gemerkt und anhand des Körperbaus, ey, die nehmen auf jeden Fall irgendwelche Sachen, die sind nicht natural, lügen aber ihre eigenen Follower an. Und diese Leute, ne, wie gesagt, ohne dass ich jetzt Namen nenne, wie gesagt, Leute, die seit 8 bis 10, guckt euch ganz alte Videos von mir an, von 2011, 12, 13, 14, so um den Dreh und vor allen Dingen 2015 FIBO-Videos, wo ich da 1, 2, 3 Videos gemacht habe über die FIBO, obwohl ich selber nicht da war. Also wenn ihr euch alte Videos von mir anguckt, die teilweise 40, 50.000 Klicks und mehr haben, werdet ihr den einen oder anderen Namen finden. Ich habe so das Gefühl, die Leute, die nicht natural unterwegs waren, auch ihre Zuschauer angelogen haben, die waren auch bereit, ne, da irgendwo, was weiß ich, irgendwo in Asien oder sonst irgendwo, sich, ja, ich will es so nennen, bewusstseinserweiternde Dinger zu sich zu nehmen.
Ich komme jetzt zu dem Thema zurück. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vor 2, 3 Jahren ungefähr, vor 2, 3 Jahren, 4 Jahren, 2, 3, 3,5 Jahren, gab es ja auch einen Vorfall, wo in Holland auch ein Fitness-Influencer, soweit ich weiß, auch aus dem deutschsprachigen Raum, glaube ich, irgendwo da unterwegs war in Holland, und der ist wohl in irgend so einen Laden rein, hat sich da bewusstseinserweiternde Pilze sozusagen gedingst, ne, so. Und es gab auch Videos auf YouTube, wie er dann später, so wie es aussieht, von der Polizei niedergestreckt wurde mit einer Waffe, weil er wohl irgendwie mit einem scharfen Gegenstand auf die Polizei irgendwo in so einem Gebüsch zugelaufen ist. Ich habe damals auch ein Video dazu gemacht. So, jetzt fragt ihr euch, ja, wie gesagt, also es sind nur Gerüchte bis jetzt. Ich werde auch ein Fazit am Ende ziehen, also bleibt ruhig dran. Es sind Gerüchte. Wir wissen nicht, ob das alles stimmt. Man weiß auch, wenn Mann und Frau sich trennen, dass teilweise, ich sage nicht, dass es so ist, aber die Möglichkeit besteht, dass die Frau, also oder die Ex-Frau oder wie auch immer, dann irgendwelche Gerüchte in die Welt streut. Ich kenne Freunde, aber auch Verwandte, wo das passiert ist. Das heißt, nach der Trennung hat die Frau dann angefangen, irgendwelche Halbwahrheiten oder Lügen vor allen Dingen auch zu verbreiten. Ich sage nicht, dass die Ex-Frau oder noch Frau von Zietlow das macht. Ich sag nur, behaltet das im Kopf. Sobald ein Mann und Frau sich trennen, dann gibt es auch sehr oft Gerüchte. Ja, also es gibt auch Frauen, die dann 10.000 Gerüchte verbreiten, nur um den Ruf des Mannes zu zerstören. Wie gesagt, ich sag nicht, dass die Frau das macht, aber die Möglichkeit besteht immer. Nicht nur bei Zietlow, sondern bei allen anderen auch. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, ja, weil ich Julian Zietlow eventuell so einschätze, anhand seines Verhaltens der letzten Jahre. Er persönlich hat mir noch nie was getan, so. Von daher bin ich da vorsichtig. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das Ganze vielleicht so eine Art, ey, um mich herum ist es ruhig geworden. Auf der FIBO 2023 hatte der weder einen Stand, weil der hat ja diese Firma Rocker Nutrition. Es kann sein, dass da jetzt so, ja, es gibt ja auch Leute, die bewusst irgendwelche Gerüchte streuen, um dann hinterher zu sagen, hey, it was a prank, hahaha, lustig und tralala, das könnte ich mir gut vorstellen bei so einem Julian Zietlow, dass das irgend so ein Werbegag ist, dass man dann, was weiß ich, nächstes Jahr auf der FIBO einfach einen Stand hat und dann wieder ins Gespräch gekommen ist. Kann aber auch sein, ja, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es sind nur Gerüchte, dass er da wirklich in Thailand, angeblich ist er da irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen Substanzen in Kontakt gekommen ist und was weiß ich, was die da jetzt überall. Also ich erzähle jetzt nur, was diese Boulevardblätter erzählen oder irgendwelche YouTuber. Also wie gesagt, das sind keine Fakten, Unschuldsvermutungen. Ich sage nicht, dass der Zietlow das macht oder das, also ne, wie gesagt. Also so, aber es kann ja auch sein, dass das irgendwie stimmt, dass er sich irgendwie mit seiner Frau verkracht hat, dass das Geld, was er die letzten Jahre verdient hat, ihm zu Kopf gestiegen ist. Oder es kann ja auch sein, dass die letzten 2, 3 Jahre während des großen Cs, also ich will das Wort auch nicht aussprechen, ja, dass er da geschäftlich da Minus gemacht hat oder nicht so gut gelaufen ist, dass er sich da umorientieren wollte, sich deswegen irgendwie mit seiner Frau verkracht hat. Aber am Ende des Tages, ja, hätte, Fahrradkette, könnte sein und so weiter, lasst euch nicht von Gerüchten, das will ich jetzt als Fazit sagen, zu voreilig irgendwie irgendwelche Entschlüsse ziehen. Und was mir auch wichtig ist, der Zietlow, ob ich ihn jetzt persönlich mag oder nicht, er hat 2 Kinder. Ja, und da bin ich immer so, also da bin ich auf jeden Fall so, mir ist sozusagen Familie heilig. Deswegen sage ich, ey, lass die Finger von irgendwelchen Gerüchten. Ob das stimmt oder nicht, werden wir jetzt die nächsten Wochen und Monate rauskriegen. Und ich finde es jetzt auch nicht so schön, da so auf Schadenfreude zu machen oder so. Selbst wenn das stimmen sollte. Also sowas wünsche ich keinem. Ja. Das soll zum, also wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch so eine Art Werbegag ist, dass er dann irgendwann die nächsten Wochen auftaucht und sagt, ja, habt ihr euch das Maul über mich zerrissen, hier bin ich, es war nur ein Werbegag, so nach dem Motto, oder er gibt das nicht zu, aber am Ende war es dann, ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Geld alleine macht nicht glücklich, aber Geld ist trotzdem notwendig, um sich Wünsche zu erfüllen. Man erlebt das aber auch sehr oft. Wie gesagt, nochmal erwähnt, ja, ich sag euch, schaut euch nicht immer nur die aktuellsten Videos von mir an.
Ja, wer verstehen will, wie die Fitnessindustrie funktioniert, wer verstehen will, wie Fitness-Influencer so psychisch ticken, ob sie die Wahrheit sagen oder lügen oder wie auch immer, jetzt mal abgesehen von Julian Zietlow, ich rede jetzt allgemein über die Fitnessindustrie, muss sich auch ältere Videos von mir reinziehen. Ne? Wie gesagt, speziell Videos aus 2011, 12, 13, 14, 15 und 16, würde ich sagen. Ne, Videos, die schon 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt sind, auch die meistgeklicktesten, guckt euch ein paar an, da werdet ihr das eine oder andere rausfinden. Ne, so vieles, es gibt ja auch viele Skandale, die dann nach 3, 4, 5 Jahren einfach ins Nichts verschwinden, weil in der Internetzeitalter, im Internetzeitalter halten sich so Skandale auch teilweise nur ein halbes Jahr oder ein Jahr. 2, 3 Jahre später spricht kaum noch einer drüber. So, das soll es mal zu dem Thema gewesen sein. Nichtsdestotrotz, ob ich jetzt Julian Zietlow mega sympathisch finde oder nicht, wünsche ich ihm, dass er gesund aus Thailand wieder zurückkommt. Also ich wünsche niemanden irgendwie was Böses, vor allen Dingen, wie gesagt, weil er zwei Kinder hat. Ja, alles Gute an Julian Zietlow und seine Kinder. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Und ja, Fazit des Videos, ihr wisst alle nicht, was los ist, wir wissen das alle nicht, das sind alles Gerüchte, abwarten, Tee trinken. Und ansonsten, ich habe noch ein, zwei Videos wegen der FIBO 2023, die werden dann morgen hochgeladen und ansonsten sehen wir uns auf Twitch. Akku Power Twitch, mein Name dort, alles andere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis dann.